Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Weekly Chest Opening auf meinem Kanal mit eurem Brocken. Nun fangen wir natürlich direkt einmal wieder hier mit meinem Main an, und zwar mit meinem Krieger, und werfen mal einfach einen Blick in die Weekly Chest rein und gucken einfach mal, wie das ganze Jahr hier bei ihm aussieht. Ah, droppt ein Gürtel. Na, den, boah, der wird schwer zu verändern. Na, also hier habe ich einen relativ geilen Gürtel, Crit, Vielseitigkeit, na, aber halt noch einen Sockel. Jetzt gucken wir mal hier, was haben wir hier? Crit, Vielseitigkeit, na, die unbeschreibliche Wahrheit. Wir haben hier nur sogar noch einen Sockel, das heißt 131 Crit na, gegen 156 würde hier wenig bringen. Na. Aber ich sag mal, ansonsten na, ist das hier kein schlechter Loot, auf gar keinen Fall. Na, also es ist wirklich ein guter Loot. Ne? Also wir haben hier einen Sockel einfach drinnen. Ne? Wir haben hier relativ viel Crit. Wir haben hier jetzt nicht die geilste Corruption. Aber zum Beispiel für einen Waffenkrieger wäre es theoretisch wirklich was Gutes. Na, also ich würde jetzt nicht sagen, der Loot war schlecht. Ne? Der Loot war eigentlich schon gut. Ne? Andere Leute würden sich diesen Gürtel hier wahrscheinlich für einen Furi sehr drüber freuen. Ne? Da kann man die einfach läutern. Die Verderbnis auf jeden Fall. Ne? Einen dicken Sockel reinklatschen. Da ne? Hat man schön viel Crit auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz ne, habe ich jetzt auch nicht wirklich erwartet, dass es mega krass wird. Ist auch nicht schlimm. Nun gehen wir aber einfach mal einmal weiter und werfen einfach mal einen Blick bei meinem Heal-Druiden drauf, ob der dann guten Loot hatte oder nicht. Zuletzt mal gucken, 17er Teil, der sah, sieht doch ganz nice aus. Nun gehen wir zum Heal-Druiden einmal rüber. Nun sind wir hier auch bei meinem Heal-Druiden angekommen. Nun wollen wir mal gucken, was der in seiner Weekly-Chest hat. Da kann eigentlich theoretisch gesehen nichts groß Verkehrtes rauskommen. Na, wir haben jetzt hier, glaube ich, Crit Mastery müsste dieser Ring haben. Na, wir haben hier rasender Puls Rang 2 drauf. Na, also Crit na, ist mehr so in die Richtung für ja, ist mehr für Raid-Heilung. Na, Meisterschaft ist hier nicht verkehrt. Na, aber ich brauche halt viel Tempo. Na. Ich bin jetzt schon ein bisschen im Tempo wieder runtergegangen. Heißt, auch für den hier Druiden hat sich das heute hier nicht gelohnt. Ne? Wir haben jetzt hier ja, ne, ein 17er Toll Dagor ist jetzt nicht wirklich die schönste Inni, um diese ID zu heilen. Aber, naja, so ist das manchmal. Was haben wir jetzt an 3800 und Titanresidium? Heißt, auch da können wir nicht groß was machen. Naja, war jetzt auch für den Heal-Druiden kein geiler Loot, ne, muss man ganz klar sagen. Ich habe gestern noch groß gesagt, na, hier, ne, seine ersten 15er und bam, und jetzt kriegt er irgendwie 475 Loot und es kann eigentlich nur geil werden. Ja, dieser Ring mit Crit-Meisterschaft war natürlich einfach absoluter Bullshit. Muss man leider auch mal so sehen. Aber egal, nun gehen wir einfach mal weiter, gucken nochmal, ob der Paladin denn hier wenigstens Glück hatte oder ob es beim Paladin nicht ganz so gut geklappt hat, wie jetzt hier bei meinem Heal-Druiden. Ja, ne, dann würde ich mal sagen, werfen wir mal einen Blick nun in die Kiste bei ihm rein. Na, wir hatten 470er-Item, was haben wir? Haben wir Handgelenke, ne, wie sieht's da aus? Da haben wir 455, das kann was werden, ne, also ich brauche auf jeden Fall Vielseitigkeit, wäre hier nice. Entstellte Gliedmaßen Rang 2, ne? Die haben wir sogar schon mal, ne? Da gehen nochmal 35, da haben wir 55 Corruption, ne? Die können wir sogar theoretisch nehmen, ne? Na, gucken wir mal, wir haben jetzt hier, ne, 16, so, ne, wenn wir die jetzt anlegen, ne, dann haben wir immerhin noch 15 Vielseitigkeit, wir sind hier bei 55 Corruption, haben ein 12er Boralus die Woche bekommen, ne, eigentlich gar nicht so verkehrt, ne, jetzt haben wir zweimal Gliedmaßen Rang 2, ja, hier, glaube ich, was macht 10.000 und hier auch nochmal 11.000 und, ist ganz nett, ne? Also ich habe es einfach so ein bisschen für den Damage-Output drinnen. Ne? Sind jetzt nicht die geilsten Handgelenke, aber es ist in Ordnung. Ne? Also auf jeden Fall sage ich mal, ne? Man kann damit leben. Ne? Crit brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber Vielseitigkeit ist wenigstens ein bisschen drauf. Ist in Ordnung, könnte aber auch besser sein, hätte besser gut sein können, aber ich bin wenigstens in Ordnung und freue mich dran. Nun gehen wir mal rüber zu meinem Todesritter. Der hat zwar nur einen 8er Key gelaufen, aber vielleicht bekommt der wenigstens was mit guter Corruption, was ich mir auf jeden Fall wünschen würde. Na denn, ne, dann gucken wir mal rein, gucken wir mal rein, gucken wir mal rein. Kann ich eigentlich, ne, was haben wir, was haben wir? Ein paar Schüchen bekommen. Ein paar Schuhe haben wir bekommen, ne, für 60, was haben wir hier drauf? Wiederhallende Leere, ne. Nochmal, na, braucht man jetzt hier nicht unbedingt, ne. Hier haben wir Tempo drauf und Crit. Ja, hier haben wir
Meisterschaft und Vielseitigkeit drauf. Na, Meisterschaft ist halt auch ein geiler Wert auf alle Fälle. Aber wenn wir die läutern, würde ich sogar sagen, sind die für Tempo her sehr, sehr geil. Ne? Muss man gucken, wie viel Meisterschaft verlieren wir. Boah, wir verlieren, ne? Wir verlieren alleine, na, schon 4% Meisterschaft. Na. Ja, das ist sehr, sehr schwer. Also muss man mal gucken. Na. Aber an sich, na, ein bisschen mehr Tempo wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Na. Sind wir bei 30. Na. Haben wir aber, wie gesagt, verlieren wir halt einfach die Schattenfähigkeiten, machen nochmal 4% weniger Schaden. Na, bleiben wir erstmal so. Was haben wir denn für ein Key bekommen? 12er Tempel von Zitralis. Ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Der Loot war jetzt auch nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. Aber er hat auch nichts Hohes gemacht. Zu guter Letzt gehen wir nochmal einmal auf unseren Monk. Oh, dann haben wir es auch wieder für die Woche hier erledigt. Und können sagen, so, ne, es war bis jetzt zumindest nichts Berauschendes. Und zu guter Letzt, no, da werfen wir nochmal einen Blick rein bei unserem Monk und gucken mal, ja, wie sieht's denn bei dem Monkey-Monk aus? Ein Schmuckstück ist immer gut. Na, das ist die Feder aus Königsruhe, ne? Da haben wir Vielseitigkeit. Das ist auf jeden Fall mal was Nices, ne? Das ist so ein Trinket, das kann man immer schön zünden. Dann, wenn man es halt wirklich braucht, also bei größerem Puls, ne? Um ein bisschen weniger Schaden reinzubekommen. Hier haben wir halt mehr für Schaden, ne? Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Na, das würde ich ganz, ganz klar so auch auf jeden Fall unterschreiben. Na, ich will mal gucken, wie viel Vielseitigkeit wir da hinzugewinnen, wenn wir das jetzt usen. Das wäre halt noch interessant. Na, was haben wir jetzt an Titanresidium? 1000 und. Na, da kriegen wir wenigstens ein 465er Teil. Da können wir gleich nochmal runtergehen und uns ein 465er Teil auf jeden Fall einmal kaufen. Nun werde ich aber mal gucken gleich, wie viel... Komm, zeig mir das. Also ich habe jetzt 10 Versa. Ja, wenn ich jetzt drauf drücke... 24, ne? Also 14% auf wie viele Sekunden? Auf 20 Sekunden. Das ist schon. Ach, das ist geil. Das ist geil. So, sehen wir uns gleich unten beim Titanresidium-Händler nochmal wieder und dann gucken wir mal, ob er da wenigstens ein bisschen mehr Glück hat oder nicht. So, dann sind wir unten auch nun beim Titanresidium-Händler angekommen. Ja, also der Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen, ne, der hat sehr, sehr geile Trades drauf. Ne? Neosaurus-Training sollten wir dreimal haben, ne? Und kochendes Gebräu hinzu. Ne? Die Brustplatte hat auch wieder kochendes Gebräu, theoretisch. Und Neosaurus-Training hat hier nochmal Lebensgeschwindigkeit, was ich hier eigentlich eher weniger brauche. Ne? Also ich bin schon hart immer am Tendieren. Ne? Also ich würde schon fast sagen, theoretisch, ne, wäre es einfach mal geil, dass wir die Brust jetzt einfach mal wechseln. Ne? Das war einfach mal die Brust... Platte austauschen und uns hier, wo ist er? Da, ne? Das haben wir uns hier so eine 460er Brust kaufen. Einfach mal gucken. Ja, ne, die sieht jetzt natürlich gar nicht so geil aus. Leider. Na, da fehlt wieder Neosaurus Training. Das ist halt einfach whip. Ne? Da haben wir jetzt leider kein Glück gehabt. Ne? Also der Loot heute, ne, da war eine relativ magere Ausbeute, muss man ganz, ganz klar sagen. Ne? Weil letzte Woche war sehr, sehr geil. Ne? Die Woche sollte man nicht so gut sein. Man kann auch nicht immer Glück haben. Daher sage ich einfach mal, Pech gehabt. Ich hoffe auf jeden Fall, aber ihr hattet wenigstens dieses Mal mehr Glück in eurer Weekly Chest. Habt ihr irgendwie gute Waffen gezogen oder gute Items gezogen, die ihr auf jeden Fall noch gebrauchen konntet. Habt vielleicht auch genug Titanresidium gehabt, so dass ihr unten beim Titanresidium-Händler noch ein Item ergaunern konntet, was auf jeden Fall auch gute Trades für euch auf alle Fälle hatte. Wenn ja, schreibt es mir unten in die Kommentare rein, wie war euer Weekly Chest Loot? War er gut, war er schlecht? Na, einfach mal reinschreiben, so haben wir mal wieder eine Prognose, wie der Loot für diese Woche auf jeden Fall war. Wenn das Video euch wieder gefallen hat und ihr sagt, ja, nice, vielen, vielen lieben Dank wieder für das Weekly Chest Opening Video, na, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da, meine Freunde, dann weiß ich das, denn Support ist hier kein Mord. Und wenn ihr von mir gar nichts mehr verpassen möchtet, so könnt ihr jederzeit gerne unten rechts einmal auf Abonnieren drücken, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich gerade wann, wie und warum mache. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen, angenehmen Tag. Haut da rein, ich bin raus, euer Brocken.